you see the cells on their face? Hallo und willkommen zurück zu meinem Channel. Ich dachte daran, dass es an der Zeit wäre, mal etwas gegen ein Problem zu unternehmen, das in letzter Zeit immer öfter Erwähnung findet. Dabei weiß ich noch nicht einmal, ob man es ein Problem nennen kann. Doch es fällt auf, dass immer wieder in den Kommentaren zu einigen Videos die Feststellung zu finden ist, dass es ein wenig verwunderlich sei, dass mein Channel so wenig Bekanntheit besitzt. Da heißt es dann immer, müsste doch mehr Abos haben, oder? Oder es heißt, eigentlich schade, dass es so wenig Views hat. Ja, in gewisser Weise kann ich da nur zustimmen, wobei ich wirklich nicht der Prototyp des strebsamen Machers bin. Da würde ich sonst viel kommerzieller denken und handeln, vielleicht ein paar Auspackvideos machen oder Hämorrhoidencreme testen und über die Ergebnisse berichten. Dass ich nicht zum Influencer tauge, der jeden Tag 60 Bilder bei Instagram hochlädt, kann man sich irgendwie denken. Sicherlich spricht einiges dafür, dass meine Interessen in der Regel einfach zu unkommerziell für den Mainstream sind. Aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Es ist selten nützlich, die Schuld immer auf die Außenwelt zu projizieren. Buhu, die böse Welt da draußen ist so konsumsüchtig, alle rennen sie immer nur irgendeinem Unsinn hinterher, wo bleibe ich? Nun, das wäre ein ziemlicher Non-Sequitur-Druckschluss. Die Wahrheit ist, dass ich einfach zu wenig tue, um sozusagen meine Person kohäsiver zu machen. Ich existiere in diesem virtuellen Ozean, an dem wir uns alle täglich an den unterschiedlichsten Stellen beteiligen. Doch es gibt kaum eine Vernetzung. Vergleiche ich mich nun mit anderen Leuten ähnlichen Schlags, so fällt doch deutlich auf, wie die anderen YouTuber, die anderen Autoren viel mehr Fakten schaffen, wenn es um ihre Werke, Erzeugnisse, Beiträge geht. Da vergeht kein YouTube-Video ohne ein Intro oder ein Outro, das auf etwas anderes verweist, das die betreffende Person produziert hat, oder auf ein Erzeugnis, das diese Person verkauft. Ich ging diesen Dingen stets aus dem Weg, weil ich es mein ganzes Leben lang immer vermieden habe, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen und ihnen Gefälligkeiten abzuschwatzen. Ich bin keine gute Rampensau. Und das mag in gewisser Weise hier in dieser YouTube-Umgebung seinen eigenen Reiz und Charme haben, denn, wie gesagt, die meisten haben solche Skrupel nicht. Und somit ist es vielleicht etwas, das ich mir bewahren sollte. Doch auf der anderen Seite ist eine solche Haltung kein gutes Instrument, um im 21. Jahrhundert in der Online-Welt weiterzukommen. Das Ganze ist also auch ein Dilemma. Denn ich kann sehr gut verstehen, dass manche sich genau das wünschen, dass ich dieser Eigenbrödler bleibe, der gegenüber Konsum und Kommerz komplett immun ist, das ist ja kein schlechtes Image. Aber früher oder später muss ich auch mal in die Brieftasche greifen und mir eine bessere Kamera anschaffen oder einen Grafikdesigner damit beauftragen, ein animiertes Intro für die YouTube-Videos zu machen. Hierbei geht es nicht darum, dass ich das Geld dafür fundraisen will. Überhaupt nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es ist soweit, dann leiste ich es mir so oder so. Nein, es geht mehr darum, mich selbst zu motivieren, die Qualität anzuheben. Und das geht vor allem damit einher, dass man das Gefühl hat, in keiner Sackgasse zu stecken. Die Motivation, etwas zu tun, ist durchaus irgendwie daran gekoppelt, wie viel Zuspruch und wie viel Zuwendung man von den ominösen anderen bekommt. Es ist somit ein Balanceakt. Einerseits besteht kein Zweifel daran, dass ich in dieser Richtung zu wenig tue, dass ich zu wenig dafür mache, meine verschiedenen Aktivitäten zu konsolidieren und damit bemerkbar zu machen. Jeder PR-Berater, nicht etwa, dass die sich für mich interessieren würden, aber jeder PR-Berater würde mir genau das sagen. Aber zugleich gilt es, all jene Leute nicht vor den Kopf zu stoßen, die mir gerade hier auf YouTube eine ganz schöne Treue bewiesen haben, indem ich mich in ein hyperkommerzielles Monster verwandeln würde. Was ja sowieso nicht passieren wird, ihr wisst es ja. Und am wenigsten vergessen habe ich jene Menschen, die mir tatsächlich einen virtuellen Kaffee ausgegeben haben. Die Besagten wissen, dass sie gemeint sind. Karin, Christoph, Peter. Nun, vielleicht habe ich das Glück oder Unglück, dass ich nicht mal dann eine Rampensau werden könnte, wenn ich es wollte, weil es nicht meiner Psyche entspricht. Manchmal beneide ich viele der anderen YouTuber, mit welcher virtuosen Leichtigkeit sie ihre Plugs und Produktquerverweise platzieren. Eigentlich großartig und gekonnt. Vielleicht kann ich es auch ein wenig lernen.
Mit dieser Ambivalenz muss ich leben. Doch um dem wenigstens ein wenig entgegenzuwirken, möchte ich nun eine kleine harmlose Reihe anfangen, die in eher sehr kurzen Videos daherkommt und irgendein Thema präsentiert, mit dem ich mich beschäftige. Und nein, ich werde nicht ständig nach Geld fragen, wobei dies in gewisser Weise einen Zeitgeist reflektieren würde, der heute immer relevanter wird. Künstler sind heute sehr angehalten, eine Art eigene Community aus Förderern aufzubauen. Denn heute ist ja sehr häufig der Mittelsmann komplett verschwunden, also der Verlag, die Plattenfirma, die Filmfinanzierung etc. Da kommen dann all diese Kickstarter und Patreons ins Spiel. Auf diese Weise entstehen ja inzwischen tolle Sachen. Wie auch immer, ich möchte in dieser Reihe ein wenig eine Liste abarbeiten, wie man mich unterstützen kann und mir helfen kann, mich fester in dieses moderne Gefüge zu etablieren. Support your local artist. Es gibt im Grunde einen ganzen Katalog aus Möglichkeiten und Maßnahmen, mich zu unterstützen. Und ich muss eben beginnen, diesen Katalog zu konkretisieren und festzuhalten. Also, wir kommen jetzt zur Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 1: Unterstützt mich, indem ihr euch meine Playlist bei Mixcloud anhört. Mixcloud ist eine Streaming-Plattform, die ursprünglich für DJs geschaffen wurde, die dort ihre Mixes hochladen sollten. Doch wie so oft ist das Projekt zu etwas viel Größerem angewachsen. Heute ist Mixcloud sicherlich eine spannende Alternative zu jeglichem Radio, da man dort tausende, wenn nicht sogar Millionen Playlists zu jedem Genre abrufen kann. Grundsätzlich kann man Mixcloud hören, ohne überhaupt registriert oder angemeldet zu sein. Man muss nur die richtige Playlist aufrufen. Ich sammle nun seit über 30 Jahren Musik. Von querbeet kann hier eigentlich nicht die Rede sein. Ich bin durchaus spezialisiert, aber eben auf 15 verschiedenen musikalischen Hochzeiten. Transgressive Music ist der Name meines Profils oder Channels dort. Wer sich also mal auf eine musikalische Expedition begeben möchte, die jenseits des üblichen Umpa-Umpa-Mainstreams liegt, wird dort allerlei spannende Edelsteine entdecken. Da wird noch viel kommen. Die gegenwärtigen 9 oder 10 Sessions, die ich in Mixcloud angelegt habe, kratzen nicht mal an der Oberfläche meines Archivs, das aus einigen tausend Vinyl-LPs und CDs besteht. Viele meiner Playlists sind übrigens dem Ambient-Genre gewidmet. Das bedeutet, es ist extrem charmante Musik, die man auch in der Arbeit hören kann, ohne dass man massiv in seiner Konzentration gestört wird. Wir Ambient-Fans stehen dazu, dass wir mit diesem Sound eine Art Klangtapete herstellen. Das ist also keine Musik, bei der man auf die Uhr schauen sollte. Einfach nur den inneren Schwebezustand einnehmen und durch den Weltraum driften. Meine letzte Playlist ist dagegen ausschließlich Progrock und Fusion gewidmet, also einer Musik, die sichtlich komplexer ist. Natürlich, es wird immer genug Leute geben, die kein Ohr für anspruchsvolle Musik haben. Und das ist auch absolut okay. Ich bin ja kein Snob. Aber das viel Wichtigere ist, dass es immer genug Leute gibt, die in Wirklichkeit schon das Ohr für großartige, anspruchsvolle und komplexe Musik haben, es aber noch gar nicht wissen. Sie sind einfach nur noch nie dem entsprechenden Einfluss ausgesetzt gewesen, der sie auf den richtigen Pfad bringt. Da mag es also die eine oder andere Entdeckung geben, die geradezu bewusstseinserweiternd sein kann. Man muss nur den Mut haben und sich auf die Reise begeben. Die Voraussetzung ist, dass man unvoreingenommen ist. Wie gesagt, man muss bei Mixcloud nicht mal registriert sein, wobei für mich natürlich gesünder ist, dass man sich registriert, weil dann kann man mir dort folgen und man kann auch die Mixes liken und kommentieren. Das zentrale Thema unseres Gesprächs hier, Auge in Auge, ist ja fördernd auf mich zu wirken. Und heutzutage bedeutet das viel mehr als nur Geld. Es bedeutet Interaktion, es bedeutet Follower, es bedeutet Sharing. Natürlich eignet sich ein solcher Mix sehr gut dazu, um in den sozialen und häufig asozialen Medien geteilt zu werden. Facebook und Konsorten, dafür bin ich immer dankbar. Oder ich wäre es, wenn es auch mal jemand täte. Ich werde natürlich den Link zu meinem Mixcloud-Profil unter dem Video posten. Und von da an ist es euch überlassen. Und das war's heute schon zum Thema in eigener Sache. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Did you see the size of the thing?